Jürgen Milski ist heute mein Gast und was mich als allererstes mal interessieren würde, bist du so wie ich immer noch geplagt von Lampenfieber, wenn du so, solche Sachen magst? Vielleicht nicht wie heute oder aber auf der Bühne. Ich habe Gott sei Dank meinem ganzen Leben noch kein Lampenfieber gehabt. Gott sei Dank, man Ah. hat immer, bevor man auf die Bühne geht, eine gewisse Anspannung, aber Lampenfieber habe ich Gott sei Dank noch nie gehabt. Oh, ja, okay. Ich schon ein bisschen und da reden wir gleich drüber heute in der Fernsehschatztruhe. Freue ich mich drauf. Eine neue Ausgabe der Fernsehschatztruhe mit Jürgen Milski. Hallo! Ja, hallo, grüß dich. So, und jetzt müssen wir zu Beginn erstmal Aufklärungsarbeit leisten. unsere Community hat tatsächlich sehr, sehr oft gefragt, wo bleibt das Gespräch mit Jürgen Milski? Und ich sage es, wie es ist. Wir hatten schon mal im Frühjahr dieses Jahres miteinander gesprochen und dann haben wir das fertig produziert mit Musik und wie ihr das kennt für den Podcast. Und dann habe ich den Rekorder vorbereitet für andere Gespräche. Das machen wir immer so, weil wir ja nichts schneiden, brauchen wir auch das Rohmaterial nicht. Und dann habe ich, dummer Dussel, tatsächlich das Gespräch mit Jürgen Milski überschrieben mit was anderem. Und wir haben alles versucht. Es war leider noch nicht gesichert. Und das ist uns in 70, 80, ich glaube, mittlerweile haben wir 80 Ausgaben der Fernsehschatztruhe noch nie passiert, dass uns ein Gespräch verloren gegangen ist. Aber umso mehr freut es mich, dass du heute nochmal mit mir reden möchtest. Ja, ob wir das so toll nochmal hinkriegen, weil das war so ein geiles Gespräch, was wir da Ja, hatten. Aber wir probieren es einfach. wir hatten das auch so angekündigt. Wir haben ja noch den Medientalk, da haben wir gesagt, das war so toll. Und ich weiß aber noch, damals habe ich gesagt, und das macht dich schon wieder eigentlich aus. Ich hatte damals gesagt, wenn wir, glaube ich, näher zusammen wohnen würden, dann wären wir, glaube ich, befreundet miteinander. Ja, Weil du einfach ihr so habt euch gefreut. ja, weil ich glaube, wir sind so von der grundsätzlichen, ja, Lebenseinstellung sehr positiv und uns kann eigentlich kaum was irgendwie aus der Ruhe bringen. Und trotzdem hatte ich mich total geschämt, als ich zu Kreuze kriechen musste die Tage bei dir und dir das erzählt habe. Und du hast richtig super reagiert. Ist es schon oft passiert, dass irgendwelche Medien-Heinis so wie ich dann so unprofessionell unterwegs waren? Ja, ich würde das ja nicht unprofessionell nennen. Wie gesagt, du hast gerade gesagt, seit 80 Jahren ist das das erste Mal, dass das bei euch passiert Ja, 80 ist. Folgen, ja, Ja, aber es ist da hat tatsächlich er so. ironischerweise 80 Jahre gesagt. Und ja, wir sind alles Menschen, machen alle mal Fehler und kein Problem. Das freut mich sehr. Hast du einen großen Freundeskreis, wenn man da so positiv immer gut gelaunt ist und wirklich so offen ist? Mit meiner positiven Art gehe ich meinen vielen Freunden aber manchmal auf den Sack. Das war schon damals auf der Wieso? Arbeit so. Ich habe ja bei Ford gearbeitet und Ja. bin da wirklich immer pfeifend oder singend, das ist kein Quatsch, pfeifend oder singend in die Halle rein. Und da habe ich oft zu hören bekommen, morgens früh um 7, boah, deine gute Laune kotzt mich an. Das habe ich wirklich oft zu hören bekommen. Es gibt Menschen, ich habe das von meiner Mutter, die hat eine Tankstelle gehabt im Ort, in dem wir gewohnt Ja. hatten. Und es gab Menschen, das sind so diese Morgenmuffel, und es gibt so Leute, auch wie meine Mutter und mich, die so: Morgen! Ja, genau. Das Und sind so doch. bin ich auch. Ich mache die Augen auf, habe sofort gute Laune und versuche natürlich auch meine Mitmenschen, in dem Fall meine Partnerin oder wie Ja. auch immer, anzustecken. Aber meine Partnerin, die ist genauso. Die hat auch Gut gelaunt. immer gute Also Laune. ihr seid im Badezimmer kompatibel zueinander. Ja, wir führen, also wenn man uns nicht kennen würde, dann würden Außenstehende denken, wir zwei werden den ganzen Tag nur am Streiten, aber das ist unsere liebevolle Art, miteinander umzugehen. Wie gesagt, ich glaube, wir kämen echt gut miteinander aus. Das sagt man bei uns zu Hause auch immer. Was sich liebt, das neckt sich, ne? Ja, und bei uns wird auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt, Ja. gegenseitig auf die Schippe und erzählen uns nicht den ganzen Tag, ach, wie lieb wir uns haben, ja? Ja. Also, weiß ich Also nicht. geht Das auch ein bisschen weiß rauer zu bei euch. Ja, genau. Es geht ein bisschen rauer zu und Ja. Außenstehende denken, wir haben dauernd Krach. Und dabei ist das ja Ja, unsere Art, miteinander umzugehen. das geht uns auch so. Wir hatten letztens tatsächlich, jetzt ohne zu stark ins Private jetzt abschweifen zu wollen, tatsächlich auch jemanden,
Da hatten wir Kindergeburtstag und dann, ha, ihr streitet ja wahrscheinlich überhaupt nie. Ne? Aber, so, aber ja, doch, doch, doch. Das trübt so ein bisschen. Wir laden nicht jeden zur Fernsehschatztruhe ein. Es muss ja immer so ein bisschen Bezug haben, was derjenige, den wir bei uns zu Gast haben wollen, ja, einen Beitrag für die zur Fernsehgeschichte geleistet. Das kann man ja bei dir zweifelsohne sagen, denn du warst, und das ist das, was jetzt wieder in der Vorbereitung ich so interessant fand. Das können eigentlich viele 30-Jährige gar nicht mehr wissen, die heute irgendwie vielleicht Managerposten haben. Du warst quasi, nicht quasi, du warst Kandidat der allerersten Big Brother Staffel in Deutschland und hast Ja. damit ja auch mit deiner Art und mit deiner Person so dieses Genre Reality TV geprägt. Ja? Das ist jetzt 23 Jahre her. Februar 2000. Ich sage ja, da gibt es jetzt Leute, die waren damals noch in den Windeln, die sind jetzt irgendwie, haben ein Startup gegründet wahrscheinlich mittlerweile. Wie empfindest du das, dass das schon so lange her ist? Hast du da noch so Erinnerungen dazu? Also denkt man da wieder dran zwischendurch? Ja, da denkt man sehr, sehr oft dran, weil man auch immer wieder, wenn man auf der Straße erkannt wird oder wenn man irgendwo auf der Bühne steht, weil einen die Leute auch immer wieder daran erinnern. Und ich bin dann immer völlig fassungslos und sage, ey Leute, wie könnt ihr euch noch daran erinnern? Ja. Das ist 23 Jahre her. Also Ja. die wissen, da kriege ich oftmals Dinge erzählt, die ich im Haus gemacht haben soll, wo ich mich selbst nicht mehr daran erinnern kann. Und die Menschen können mich noch an alles erinnern. Und das wundert mich und das freut mich auch ganz besonders, weil wir alle der ersten Big Brother Staffel oder insbesondere auch ich haben, glaube ich, einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und das freut einen natürlich, vor allen Dingen, weil das alles zu 99% sehr, sehr positiv ist, was da immer auf mich zukommt. Ja, ist es dann, also du bist quasi immer noch der Big Brother Jürgen, der dann auch später so ein bisschen die Kunstfigur Big Brother Jürgen war, ja? Ja, genau, kriege ich auch oft die Frage gestellt, stört dich das nicht, dass du immer wieder mit Big Brother in Ja. Verbindung gebracht wirst? Das stört mich überhaupt nicht. Also mehr oder weniger habe ich dem ja ganz, ganz viel zu verdanken. Also ein Bekanntheitsgrad, was ich danach daraus gemacht habe, das ist mein Fleiß und meine Arbeit gewesen. Aber den Bekanntheitsgrad habe ich nun mal durch Big Brother geschenkt bekommen. Und deswegen bin ich mein ganzes Leben lang werde ich dankbar dafür sein, dass ich an diesem Format teilnehmen durfte. Was glaubst du wäre, wenn heute ist Freitag, der 22.09., wenn wir das Gespräch führen? Was glaubst du, was, wenn du nicht bei Big Brother teilgenommen hättest, was würdest du jetzt in diesem Moment tun, anstatt mit mir Fernsehschatztruhen Heini zu reden? Also da ich immer noch mit den ein oder anderen meiner Ex-Kollegen von Ford Kontakt habe, und die meisten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, schon in Vorruhestand gegangen sind, ich wäre jetzt Rentner. Ich wäre jetzt Rentner und ich bin ja gerade in Salzburg und ich glaube, ich wäre nicht in Salzburg und ich liebe das hier und den Luxus habe ich mir gegönnt. Ich habe mir hier in Salzburg eine schöne Wohnung gekauft und in meiner Freizeit bin ich halt ganz oft im Salzburger Land. Ich würde jetzt in Köln, glaube ich, in einer Mietwohnung sitzen, aber trotzdem auch sehr glücklich sein. Weil es wenig gibt, was dich unglücklich macht, habe ich das Gefühl. Also du kommst quasi mit verschiedenen Lebenssituationen gut klar, habe ich das Gefühl. Ja, also viele Menschen leben ja ihr Leben für andere Menschen. Und ich lebe mein Leben für mich. Also es gibt ja viele Menschen, die sich reinreden lassen in das Leben oder lassen sich in irgendeine Ecke drängen, weil es so sein muss. Und das habe ich halt niemals gemacht. Also wenn ich auf andere Menschen gehört hätte, ja, dann hätte ich zum Beispiel auch nie an Big Brother teilgenommen, weil rechts und links alle mir davon abgeraten Da haben. kommen wir jetzt dazu. Das hat mich beim Ja. letzten Mal schon ein bisschen interessiert. Also für uns wird es jetzt ein kleines bisschen wie ein Déjà-vu. Ich hoffe, das verzeiht ihr uns zu Hause, ja. Die Frage muss natürlich nochmal gestellt werden: Wie bist du zu Big Brother gekommen? Weil es war ja damals eine Sendung oder auch überhaupt eine Fernsehidee, die keine Sau kannte, keiner wusste, was Big Brother bedeutet. Man munkelte nur, es wird mal so eine Show geben, in der Leute in einem Haus eingesperrt werden und von Kameras beobachtet werden. Wie hast du davon erfahren, von Big Brother? Wie bist du dazu gekommen?
Also ich habe bei Ford, wo ich gearbeitet habe, auf der Toilette gesessen und habe die Bild-Zeitung gelesen. Und in der Bild-Zeitung stand etwas drin, dass Kandidaten genau für so ein Format gesucht werden. Und als ich mir das durchgelesen habe und gelesen habe, ey, 24 Stunden rund um die Uhr, 3 Monate lang, gibt es Menschen, die sich da beobachten lassen oder die daran teilnehmen wollen, habe ich gedacht, was ist das für ein krankes Fernsehformat? Und mich hat damals wirklich nur interessiert, welche Kriterien müssen denn die Menschen erfüllen, die an so einem Fernsehformat teilnehmen? Und deswegen habe ich mich da beworben. Ich wollte eigentlich nie da wirklich daran teilnehmen. Und dann hat man, ich habe ganz lapidar irgendwie 2 Sätze geschrieben, habe ein Foto dazu getan, weil das stand dabei, man sollte ein Foto dabei legen, was ich eh nicht mehr brauche, dann habe das dahin geschickt. Hast du das Und leider nicht mehr, ne? nee. Das wäre jetzt mal interessant gewesen, Ja, das wirklich. wäre geil gewesen, ne? Und ja, dann hat er mich tatsächlich eingeladen. Und dann gibt es, dann wurde man in so einem großen Hotel eingeladen. Da waren 100 Leute, die sich auch beworben hatten. Und es war auch eine ganz seltsame Stimmung. Alle waren so angespannt und weil sie halt an diesem Format teilnehmen wollten. Und ich war einer der wenigen, denen war das ja scheißegal. Und ich glaube, diese Lockerheit hat den Machern damals sehr gefallen bei mir. Und deswegen hat man sich dann letztendlich dafür entschieden oder dazu entschieden, dass ich an dem Format teilnehmen soll. Wie Aber hast du? gesagt, das Ganze um abzukürzen, da gab es Ja. damals 7 Runden zu bestehen. Man wurde immer, hat immer wieder einen Anruf bekommen und wurde einem mitgeteilt, ey, du bist eine Runde weiter, jetzt machen wir einen Psychotest mit dir. Und ich habe diese ganzen Runden halt überstanden, bis dann der Anruf kam, hey Jürgen, du bist dabei. Und dann habe ich gesagt, hey, ich will da gar nicht dran teilnehmen, weil mich hat wirklich nur das Casting interessiert. Und dann hat man mich mehr oder weniger damals überredet. Und weil ich von mir wusste und weiß, dass ich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin, war mein Plan eigentlich folgender. Okay, ich nehme mir 2 Wochen Urlaub bei den Fordwerken. Die erste Woche gehe ich ins Haus, dann gehe ich nach der ersten Woche freiwillig raus, weil ich eh weiß, dass ich das nicht länger aushalte, weil ich so ein freiheitsliebender Mensch bin und mich nicht einsperren lassen kann. Und die zweite Woche nimmst du dann Urlaub. Also machst du Machst du dann noch eine frei? Woche. Genau, machst du noch eine Woche Urlaub, um dich von diesem ganzen Blödsinn da zu erholen. Und das Ganze, aus dem Ganzen sind jetzt halt 23 Jahre Ja. geworden. Also der Plan ist nicht ganz aufgegangen. Geschadet hat es aber nicht, aber hattest du dich dann während des Castings mit den Leuten, du wolltest ja dann wissen, was für Leute sich denn da bewerben. Hast du dann dich mit den Leuten ein bisschen unterhalten, was das für Leute sind, oder hast du es einfach so ein bisschen aus der Ferne beobachtet? Ja, man hat ja dann auch so Gruppenspiele gemacht, hat den einen oder anderen kennengelernt und wie gesagt, die waren alle total nervös und angespannt und so. Ich war, glaube ich, der Lockerste da. Und ja, da waren halt viele Menschen bei, die in ihrem Leben mal was anderes ausprobieren wollten. Genau. Waren da schon eben Kandidatinnen und Kandidaten dabei, die du später im Haus dann auch getroffen hattest? Hast du die da schon ein bisschen? Ja, ta tatsächlich. Eine Kandidatin, das war die Jana. Das war so eine Ja. Blonde, die ist auch von Anfang an eingezogen. Genau, die war bei dem gleichen Casting dabei wie ich. Weil das ist ja in vielen verschiedenen Städten gemacht worden, in Hotels. Und da in Köln war die Jana dabei, die ich dann tatsächlich da wieder getroffen habe. Jetzt war die erste Staffel noch ziemlich harmlos, jetzt im Vergleich zu dem, was wir heute bei Big Brother kennen, mit diesen verschiedenen Areas und Reich und Arm gibt es ja teilweise auch beim Promi Big Brother Konzepte und so weiter und so fort. Ihr habt im Endeffekt den ganzen Tag nichts anderes zu tun gehabt, als eine Tagesaufgabe zu lösen und eine Wochenaufgabe zu lösen. Ja, das war die Show. Ja. Und dann Ja, halt. aber wir hatten wenigstens etwas zu tun, auch wenn diese Wochenaufgaben oder Tagesaufgaben eigentlich total sinnlos waren, ja. Beschäftigungstherapie. Aber genau, aber man hatte etwas zu tun. Und wenn man an so einem Format teilnimmt, ist es ganz wichtig, dass man trotzdem irgendwie einen Tagesablauf reinbekommt. Quasi wie zur Arbeit gehen, quasi. Ja, ganz genau. Und den Tagesablauf, den habe ich mir so ein bisschen aufgebaut mit Sport und mit vielen anderen Dingen. Und deswegen war das auch dann auszuhalten. Und die Leute, die da damals teilgenommen haben, die waren halt super. Ihr hattet eine Aufgabe mal, da musstet ihr, glaube ich, auf einem Laufband joggen, so ununterbrochen. Ja, wir haben, glaube ich, auf dem Fahrrad Ja, oder gesessen. Ich glaube, Fahrrad, genau, irgendwie sowas, genau. ne? Auf dem Fahrrad, da kann ich mich auch noch an einer Situation erinnern.
Da habe ich mich mit Slatko über Marius Müller-Westernhagen unterhalten und der teilte mir mit, dass er nicht weiß, wer Marius Ja, Müller-Westernhagen genau. Das ging in die Geschichte ein, so ein bisschen. ist. Ganz Auch, wir genau. sind wieder bei Da der kann ich, Fernsehgeschichte. ja, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ich dachte, der wollte mich verarschen, aber der kannte, naja, der kannte ja auch nicht Shakespeare. Der kannte vieles nicht Ja, in der ja. Nachbetrachtung. Ja. Was hat dich da am ehesten irgendwann mal wahnsinnig gemacht? Es waren ja dann doch 100 Tage. Ja, ich bin ein Und sehr, sehr ordnungsliebender Mensch. Bei mir muss alles immer picobello sein. Und da waren halt Menschen dabei und einige, die nicht so ordentlich waren. Und ja. sowas bringt mich echt auf die Palme, weil gerade wenn man mit mehreren Menschen unter einem Dach lebt, dann hat das auch ein bisschen was mit Respekt zu tun, dass man seine Sachen wegräumt. Und das haben viele nicht gemacht. Und da bin ich auch das ein und andere Mal ausgezuckt. Ich Ja. bin ja, ich bin Nichtraucher. Und mir ist aufgefallen, oder zu meiner Erinnerung, es wurde ständig gequalmt da drin. Vielleicht war das auch so Anfang der 2000er noch total üblich. Heute gibt es ja, glaube ich, so die Fraktion, wo man sagt, in der Wohnung wird nicht mehr geraucht. Ja? Du hast, glaube ich, auch geraucht damals. Rauchst Ja, du ich schon? bin, also es ist heute noch so, ich bin normalerweise Nichtraucher, Ja. aber und ich trinke ja auch eigentlich gar kein Alkohol, aber es kann wirklich vorkommen, dass ich mal eine Zigarette rauche. Aber Okay. ich habe überhaupt also kein Suchtpotenzial. Aber stört dich das? Also, das war so das Erste, was ich mir gedacht habe. Gut, ich war da ja Ja, auch noch mal voll. jünger, ne? Aber das muss Haben doch wir da, war das gestunken so? haben ohne Ende. Aber war das tatsächlich, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, war das tatsächlich so? Haben wir im Haus geraucht? Naja, War das so? das war normal, ja. Ja, damals war das wirklich normal. Heute unvorstellbar, ne? Heute geht Ja. jeder vor die Tür. Ja, genau. Also, da haben sich auch schon so ein bisschen die Zeiten geändert. Du hast gerade schon Slatko erwähnt. Ihr habt euch dann relativ schnell angefreundet. Was war das, was war so das, was dich an Slatko nicht fasziniert, kann man nicht sagen, aber warum hat es bei euch so gut gepasst miteinander? Ja, wir waren so auf einer Wellenlänge, was den Sport anbetraf. Und ich kam mir da auch noch so ein bisschen vor wie so eine Vaterfigur, weil ja Slatko das ein oder andere nicht wusste und ich da mit meiner Lebenserfahrung auch ein bisschen weiterhelfen konnte. Ja, das waren eigentlich so die Dinge, die uns Okay. davon haben. Aber so, ist das das, weil man da recht wenig Auswahl hat vor Ort? Ich meine, klar, du bist mit fast jedem da irgendwie so ein bisschen ausgekommen. Aber Slatko und du, ihr wart ja schon so diese besten Freunde. Das hat ja dann auch RTL 2 ein kleines bisschen so genutzt, um auch dieses Storytelling zu betreiben und so weiter. Es bildete sich ja dann relativ schnell so eine Fangemeinde. Das man muss sich das ja in Köln so vorstellen. Das war alles so eingezäunt. Es war eigentlich nicht gedacht, dass ihr da von der Außenwelt was mitkriegt. Damals hatte man ja auch noch keine Handys, es gab keinen Kontakt zur Außenwelt. Aber es gab dann immer mal wieder die Situation, dass sich Horden von Fans vor den Toren des Produktionsgeländes zusammengetan haben und dann wurde gerufen und geschrien. Also ihr hattet schon eine Fangemeinde. Und ihr habt das ja auch gehört. Was hat das so mit euch gemacht, als ihr dann gehört habt, da tut sich was da draußen? Ja, dass von außen dann Informationen reingekommen sind, das hat für mich so ein bisschen das Format kaputt gemacht, weil dadurch kannte jeder ein bisschen sein Standing, wie er draußen ist, weil die Menschen da draußen, was die sich haben einfallen lassen, die haben Tennisbälle aufgeschnitten, haben da Zettel reingedrückt mit Informationen und haben den mit dem Tennisschläger über den Zaun gekloppt. Das wusste Und ich gar nicht mehr. eigentlich hätten wir die nicht lesen dürfen, aber wir haben es trotzdem getan, ja. Und da stand zum Beispiel drauf, ja, irgendwas Negatives über Manu oder irgendwas Positives über Slatko und meiner Person. Und dann stellte sich mal irgendeiner vor dem Zaun, wir haben das ja nicht gesehen, wir haben das nur gehört, mit dem Auto, hat volle Möhre sein Autoradio aufgedreht und dann hörten wir, ich vermisse dich wie die Hölle. Hey, du fehlst mir total. Das ist der erste Song von Ja. Slatko. Das war, glaube ich, 3 oder 4 Tage, nachdem der ausgezogen war. Ist schon ein Song veröffentlicht gewesen von dem. Und dann hat man natürlich ja, boah, was geht denn da draußen nur ab? Und ich hätte es schöner gefunden, wenn man überhaupt keinerlei Informationen bekommen hätte. Ach, Aber das war okay. damals halt nicht zu vermeiden. Ja, genau, Slatko ist ja relativ früh rausgewählt worden. Und ich weiß das noch, das war ja damals live und man hat es auch damals am Fernsehen mitverfolgt. Das war so ein Must-to-Do damals, ja. Und Slatko, ich glaube, Slatko und du waren beide nominiert. Ich bin mir nicht mehr Ja, hundertprozentig sicher. genau. Und dann per Televote wurde dann entschieden, wer im Haus bleiben darf und wer eben rausgewählt wird. Und es war damals schon ungewöhnlich, dass so diese zwei Lieblinge nominiert waren.
Und dann hat Zlatko erwischt, was du, glaube ich, nicht so ganz verstanden hast zuerst, weil du dachtest, dass er wahrscheinlich sogar bis zum Ende durchhalten wird. Ja, das. Deine Reaktion war nur, das weiß ich noch, nein. Ja, das war ein bisschen anders. Also meine Gefühle gingen da ganz woanders hin. Zlatko war diese Sendung unheimlich wichtig, weil es natürlich auch 250.000 D-Mark damals zu gewinnen gab. Wahnsinn. Und bin ja nicht mit dem Ziel da reingegangen, das Geld zu gewinnen, sondern ich bin mit dem Ziel da reingegangen, nach einer Woche wieder rauszugehen. Mir war das also Du nicht wolltest gar nicht wichtig. rein. Ja, ich wollte ja gar nicht rein. Genau. Natürlich hätte jeder die 250.000 D-Mark da drin gewonnen, aber ich hätte niemals gedacht, dass ich das wirklich bis zum Ende durchhalte. Und für mich war klar, irgendwann gehe ich sowieso freiwillig und mein Kumpel Zlatko, dem ist das ja so wichtig, da drinnen zu bleiben. Das war eigentlich So. so ein bisschen der Grund. In dem Moment wäre es mir lieber gewesen für Zlatko, die hätten mich rausgewählt, weil ich sowieso irgendwann freiwillig rausgegangen wäre. So war ja meine Denke. Und Zlatko wäre drinnen geblieben, weil ihnen das so wichtig war. Also, Genau. es ging quasi in doppelter Hinsicht dein Plan nicht auf. Da wurde wieder ein Strich durch die Rechnung gemacht. Aber wann Sonst. kam das so der Moment, wo du gesagt hast, also jetzt ist es dann doch schon so weit, ich bleib drin. Weil Nee, 100 da war erst Tage die ist. Überlegung, dann war erst die Überlegung, dass ich für eine Millisekunde, dass ich mit Zlatko zusammen rausgehe, weil wir zwei uns ja da im Haus schon gut verstanden haben. Und ich habe mir gedacht, ja, was willst du denn da noch hier? Und du gehst sowieso irgendwann freiwillig raus, dann geh doch jetzt mit Zlatko zusammen raus. Und die nächste Millisekunde habe ich mir aber gedacht, nee. Jetzt haben die uns hier drinnen zusammen nominiert. Die hatten sich ja damals abgesprochen. Die wollten uns ja trennen. Das war Die eine Absprache Bewohner, genau. unter denen. Und dann habe ich gedacht, nee, und jetzt bleibst du erst recht bis zum Schluss und gewinnst das Ding hier. Aber konnten die euch da, warum wollten die euch trennen? Wart ihr Ja, wir sind denn so, nervig? ich glaube, wir sind denn ein bisschen mit unserer Freundschaft so ein bisschen auf den Geist gegangen, glaube ich, irgendwie. Und dann waren wir auch welche, die haben immer frei Schnauze rausgesagt, was wir gedacht haben. Das hat die, glaube ich, so ein bisschen gestört. Okay. Aus dir ist nach Big Brother was geworden, aus Zlatko ein bisschen was, aber dann ist er in der Versenkung gelandet. Als dann Big Brother zu Ende war, bist als Zweitplatziert heraus. Und dann ging es ja so ein bisschen mit so einer Art Medienkarriere bei euch beiden los, eben auch mit der Musik. Ihr habt eine Platte aufgenommen, Großer Bruder, war alles sehr erfolgreich und dann trennten sich irgendwie so ein bisschen eure Wege. Wie war das denn nach Big Brother? Diese Freundschaft, die ihr im Haus hattet, konnte die sich dann auch nach Big Brother dann in der echten Welt so ein bisschen aufrechterhalten? Ja, bei mir war es ja erstmal ganz anders. Also ich kam dann raus als Zweitplatzierter und wir waren die bekanntesten Menschen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Und Irre, ne? ich bin mit diesem Bekanntheitsgrad überhaupt nicht klargekommen. Also Wieso? da gab es der erste Tag nach meinem Auszug war der Horror und das war die schlimmste Zeit, also eine Zeit lang wirklich die schlimmste Zeit meines Lebens, weil ich nicht mehr die Sachen machen konnte, die das Leben eigentlich so lebenswert machen. Zum Beispiel mit meiner Tochter in den Schwimmbad gehen, mit meiner Tochter auf den Spielplatz gehen. Ich konnte nirgendwo mehr hingehen. Es war, weil sich blitzschnell Menschenmassen angesammelt haben, die alle hysterisch waren und mein kleines glückliches Leben war am Arsch sozusagen. Und deswegen habe ich kurz nachdem ich ausgezogen bin, bin ich zur Endemol hin. Und habe gesagt, pass auf, ich will hier im Moment gar nichts machen, weil da lagen auch alles Verträge, die hätte ich nur unterschreiben müssen, mit einer eigenen Fernsehsendung, mit Werbeverträgen und, und. Und dann habe ich erstmal gesagt, ich möchte so schnell wie möglich an meinen Arbeitsplatz zurück, wo Menschen sind, die mich kennen, wo ich nicht der Star-Jürgen bin, sondern der ganz normale Jürgen, wo ich einfach meine Ruhe habe. Also ich kann das nicht. Ja. Und dann bin ich, ja. Kurz nachdem ich ausgezogen bin, direkt wieder zurück an meinen Arbeitsplatz. Und dann kam ich zurück an meinen Arbeitsplatz, an meine Arbeitskollegen. Hör mal, was machst du denn hier? Du machst doch jetzt die große Fernsehkarriere. Das hätten wir ja nie gedacht, dass du wieder hierhin zurückkommst. Und wirtschaftlich gesehen war das natürlich ein großer Fehler, weil ich hätte in dieser Zeit eine Menge Geld verdienen können. Aber für mein Seelenleben war es das Beste, was ich damals gemacht habe. Wieder erstmal so ein bisschen in die Normalität eintauchen. Und sich langsam daran gewöhnen
Und dann ging es nach 3 Monaten, habe ich gelernt, mit der Situation umzugehen und mir ging es auch seelisch wieder besser. Und dann habe ich bei Endemol angerufen, habe gesagt, so, mir geht es besser, von mir aus können wir jetzt was machen. Und von da an habe ich dann Vollgas gegeben. Als Zweitplatzierter hast du auch kein Preisgeld gekriegt, ne? Nee, es hat nur der erste Kohle bekommen. Ja, scheiße, ne? Jetzt, heute, wenn man ja heute diese ganzen Reality-Shows sich anschaut, da gibt es ja so Abstufungen. Ja, der Gewinner kriegt dann nochmal so eine fette Kohle, aber heute arbeitet man ja mit Gagen, gerade jetzt wahrscheinlich in deinem Geschäft jetzt ja auch. Ja, da ist man jetzt nicht mehr vom Siegesplatz abhängig, ja? Du bist, glaube ich, auch zu Harald Schmidt eingeladen worden. Jeder, der ausgezogen ist, war dann kurz darauf immer bei Harald Schmidt zu Gast. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, du auch. Sicherlich jetzt, Latko. Genau. Das war noch einer wahrscheinlich so dieser, nehmen wir es mal, Pflichtauftritte. Das war dann der Moment, wo du, glaube ich, damals so das erste Mal diese große, ehrenhafte Showbühne nochmal betreten musstest, ja, beim großen Harald Schmidt. Wie hast du denn das so in Erinnerung? Also geht man da jetzt auch hin und zieht es, ja, jetzt hat man sich so ein kleines bisschen an diesen ganzen Medienrummel gewöhnt, oder ist es dann doch nochmal was anderes, wenn man zu der Zeit den wirklich großen Harald Schmidt da nochmal trifft? Nee, ich habe das, also das war damals wirklich eine Riesenehre für mich und ich habe Harald Schmidt geliebt und liebe den heute noch. Das war für mich der Godfather Ja. of Late-Night-Show und nee, das habe ich in vollen Zügen genossen. Das war für mich keine Pflicht. Das war ganz toll, da in dieser Sendung sitzen zu dürfen. Da warst du auch nicht aufgeregt oder so. Wir hatten es ja vorhin mit Lampenfieber. Nee, also nee. Ich denke immer, was soll denn da passieren? Ich gehe in die Sendung und fertig. Also warum soll ich hier Lampenfieber haben? Nee, mir macht das Ich hatte Spaß. selbst Lampenfieber, als wir jetzt nochmal hier das Gespräch gestartet hatten. Ehrlich. Musst Obwohl du ja. ich dich ja schon kenne. Ja, obwohl wir uns ja schon kennen. Wie kriegen wir den, wie kriegen wir das jetzt nochmal über die Bühne gezogen mit, ne? Nochmal kurz, Zlatko, dann wollen wir den Komplex mit Zlatko aber auch dann beschließen. Als er dann vor ein paar Jahren dann nochmal zu Promi Big Brother dann ging. Also ich glaube, das war eher für Sat.1 eine große Nummer als für ihn. Diese große Überraschung. Erstmal war ich ein bisschen überrascht, wie es sich dann doch verändert hatte. Ich hätte ihn nicht mehr erkannt. Und er hat sich ja dann so ein bisschen so, naja, als Arsch dargestellt. Er ist sicherlich keiner, aber da trat er so in diese Rolle des Arschlochs so ein bisschen. Habe ich nicht so ganz verstanden. Hattest du das gesehen? Hat dich das überhaupt interessiert, was er da noch so treibt? Es hat mich auf jeden Fall interessiert, weil ich ja Slatko auch 23 Jahre, nee, ich habe 23 Jahre ist das her und 22 Jahre habe ich ihn nicht mehr gesehen. Und ich habe ja gerade auch gar nicht auf deine andere Frage geantwortet. Also, wo ich dann aus dem Haus raus bin, hatte sich Slatko schon ein bisschen verändert. Ja, hat die Menschen so ein bisschen von oben herab behandelt. So kam es mir auf jeden Fall vor und Zu kam Kopf sich schon gestiegen, das so. Ganze. Kam ja zum Kopf gestiegen. Aber ich muss dem Gang, also ihm zugute halten, der war damals 23 Jahre alt, hat einen Schulterklopfer um sich rum gehabt und ja, war halt auch noch ein bisschen jung für diesen Medienhype. Jung So. und naiv, ne? Ja, da wird man auch Genau. ein bisschen verheizt, glaube ich, in so einem Geschäft, ne? Gerade wenn man noch so jung ist. Ja, vor allem, wo so ein Hype da war. Also jeder wollte Slatko in seine Sendung haben und das war ein Publikumsmagnet, ja. Genau, und dann hatte sich das mit unserer Freundschaft eigentlich ziemlich schnell erledigt, weil ich eben gar nicht so bin. Also ich habe mich auch nie als Star gefühlt. Ich finde diesen Ausdruck für uns, die an so einer Reality-Sendung teilnehmen, finde ich das total hanebüchend oder. Ja, finde ich nicht passend. Auf jeden Fall, ja, hatte sich das dann relativ schnell erledigt. Und dann hatte Slatko ja, wie du jetzt gerade schon erzählt hast, vor 2 oder 3 Jahren war das, ne? Vor zwei Ja, Jahren, glaube ich, oder? zwei oder drei Hat er Jahren, ja. bei Promi BB teilgenommen. Aber man hat ihn natürlich sofort angemerkt, der macht das halt nur für die Kohle und nicht, weil er Lust dran hat. Eigentlich geht ihm das da alles auf den Sack. Ja. Und das ist auch nicht meine Lebensphilosophie oder meine Einstellung zu dem Job, den ich habe. Also, wenn ich an so einem Format teilnehme, dann mache ich das erstens, weil ich da großen Spaß dran habe und zweitens, weil ich da Kohle mit verdiene. Aber ich würde nie etwas machen, wo ich null Bock drauf habe. Okay. Er hat dann so ein bisschen
vom Leder über dich gezogen, so dass dieses ganze Ding mit Slatko und Jürgen, das war alles fake und wenn ihr wüsstet und bla 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 bla, ja. Wenn ich jetzt, so wie wir jetzt miteinander sprechen und auch eben unsere beide Vorgeschichte schon, wenn ich mir, ist es für mich so unvorstellbar, dass wenn es in der Freundschaft Probleme geben könnte, dass es an dir läge, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, ohne jetzt zu viel Lobhudelei das mit reinfließen lassen zu wollen, aber weil es einfach so auf mich so wirkt. Ja, ich glaube einfach, Wie fandest du diese das, dass er Äußerung. dann so über dich hergezogen hat und über eure Freundschaft? Ich glaube, dass da auch ein großes Stück Enttäuschung in ihm ist, dass er sagt zwar immer, er ist froh, dass das alles zu Ende ist und so. Die Wahrheit sieht, glaube ich, ganz anders aus. Ich glaube, Zlatko hätte schon gerne noch weiter in dieser Medienwelt gearbeitet, wenn man ihn gelassen hätte. Aber nach einem Jahr war das Zlatko. Das Thema Slatko halt ausgelutscht und durch. Und ich glaube auch, dass Slatko bei vielen Menschen, die was zu sagen hatten, auch verbrannte Erde hinterlassen hat. Und dass man dann gesagt hat, nee, der hat sich hier dementsprechend benommen, den wollen wir hier gar nicht mehr haben. Und ich glaube, dass das ein bisschen mit Neid und Missgunst zu tun hat. Dass er so reagiert hat. Ja. Für dich lief es ein bisschen besser. Du hast dann gesagt, du hast ein bisschen Pause gemacht, dann hast du dich wieder bei Endemol gemeldet, aber deine eigentliche, ja, Bühnenkarriere ging dann so ein bisschen mehr in Richtung Musik. Das heißt, ein bisschen Musik, Partymucke halt, ja. Genau. Und das ist ja jetzt auch, wenn man so einfacher Blechler ist, so wie du, bei Ford gearbeitet, Handwerker halt, ne? Dann ist das jetzt nicht so der lineare Weg, wo man sagen würde, Ja, aber stell dir mal vor, hier, wie hieß er denn? Dieter Thomas Heck, der die war ZDF Autoverkäufer. jahrelang erfolgreich moderiert hat, der war vorher auch Autoverkäufer, ja? Ja, aber da redet man ja wenigstens. Da ist man ja auch so eine Art Showmann, ne? Wenn man da so ein Auto verkaufen muss. Aber Ja, das war wahrscheinlich auch der Unterschied zwischen Slatko und mir, ja. ja. Ich habe zu Slatko immer gesagt, ey Slatko, wir sind keine großen Sänger, ja. Und mal ganz ehrlich, unser Song Großer Bruder, der sich fast 1 Million Mal verkauft hat, warum hat er sich denn 1 Million Mal verkauft? Weil wir große Sänger sind? Bestimmt nicht. Der hat sich 1 Million Mal verkauft, weil es zu diesem Song eine Geschichte gab und eine Fernsehsendung. Deswegen. Aber Slatko hat nachher wirklich gedacht, er könnte singen. Und aus dem Grund ist er ja auch zum Grand Prix gegangen, Oh ja, stimmt. wo ich ihm damals von Stimmt. abgeraten habe. Habe gesagt, hör mal, wir Nasen gehören nicht zum Grand Prix. Da gehören Menschen hin, die wirklich richtig singen können. Ja? Und diese Schiene, die ich dann gewählt habe, diese Partymucke, Ja. dafür reicht meine Stimme, aber nicht für den Grand Prix. Dafür reicht's noch. Okay. Aber es muss dann doch trotzdem liegen. Also man kommt ja nicht her und sagt, oh, was können wir jetzt denn machen? Ich könnte jetzt wieder zu Ford gehen oder ich geh nach Ja, Mallorca und darf ich auch stelle mich da sagen, auf die Bühne und singe da lustige Lieder. ja, da muss man natürlich ein gewisses Talent haben und muss da Spaß dran haben. Und meine Oma hat damals schon, da war ich 6 Jahre, habe ich vor meiner Oma immer rumgeturnt und habe Boney M. nachgemacht, ja. Bonnie Und M. da hat meine Oma schon zu mir gesagt, du bist so ein kleiner Showtyp, du gehörst auf die Showbühne. Das hat sie damals schon gesagt. Ja, du Also, hast ge ich war auch so einer. Also man hat eigentlich bei mir auch, wenn zu Weihnachten oder Geburtstage, ne, da war der Alex dann immer vorne gestanden und hat dann irgend so eine Show dann gemacht, ja. ja, genau. Aber naja, aus mir ist ja auch ein bisschen was geworden. So ist es ja nicht, ne? Kann. Hauptsache, das ist doch ganz egal. Hauptsache, mit dem, was man tut, ist man glücklich und zufrieden und man macht das gerne. Was das ist, ist doch ganz egal. Und wenn man den ganzen Tag da sitzt und strickt, wenn einen das glücklich und zufrieden macht, hast du alles richtig gemacht. Ist so. Ich darf heute mit Jürgen sprechen, den ich damals vor 23 Jahren im Big Brother Haus schon cool fand. Also manchmal dauert es ein bisschen, aber dann kommen so die Sachen immer eins nach dem anderen. Partymucke war dann eine Standbein, Call-In war so ein bisschen das andere Standbein. Auch das wissen vielleicht ja viele nicht mehr. Es gab tatsächlich mal einen Fernsehsender. Der hat den ganzen Tag nichts anderes gemacht als diese Call-In-Quizze, die jetzt mal mittlerweile zwischendurch laufen, aber damit hat der Fernsehsender 9 Live, hieß der, sein Geld verdient. Das ging aus einem anderen Sender hervor, da wollen wir jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber 9 Live hieß dieser Sender, der auch nicht unumstritten war.
Und im Endeffekt ging es darum, mehr oder weniger manchmal sehr, sehr einfache Rätsel zu lösen. Man musste da eine Nummer anrufen, die hat dann 50 Cent, ich glaube damals noch einen Mark oder sowas gekostet, dann 50 Cent. Gar nicht so wenig, man ist nicht grundsätzlich durchgekommen, also, sondern man wurde auch abgewiesen und hat trotzdem diese 50 Cent zahlen müssen. Und manchmal waren es recht simple Lösungen, manchmal waren es aber auch grotesk idiotische Lösungen, auf die man nicht kommen konnte. Du warst damit dabei, bevor wir so ein bisschen in die Materie einsteigen. Wie kamst du zu Call-In? Warum? Warum? Erstmal vorneweg, das war mit einer der die schönste Zeit meines Arbeitslebens. Das habe ich so geliebt und habe das so gerne gemacht. Und wir waren so ein geiles Team, geile Kollegen, geiler Chef. Der Chef von Wolter. damaligen Neuen Live ist Markus Wolter, der Markus ist heute Wolter. Chef von Geschäftsführer von RadTV zum Beispiel, ja. Ja, aus dem ist ganz schön was geworden. Er sagte zwar immer, dass er leider keine Anteile immer in diesen ganzen Geschichten hatte, sondern jetzt erst, seitdem er bei Benny Jay so eine größere Nummer ist, seitdem ist er ja da Ja, ein bisschen der ist besser, bitte. Geschäftsführer von RadTV, ne? Nicht nur, der ist ganz fett mittlerweile drin. Aber auch einer der besten Freunde von Stefan Raab, das muss man auch sagen. Aber Marco, okay, das war und aber ein Ja, lockerer und Typ, genau. ganz, ganz toller Typ, ganz, ganz toller Chef, überragender Chef. Und dieser Markus Wolter, den ich ja davor gar nicht kannte, rief mich an und sagte: Hör mal, kannst du mir vorstellen, bei uns als Moderator zu arbeiten? Und eine liebe Kollegin von mir, die Alida, die die zweite Big Brother Staffel gewonnen hat, hat ja schon 2 Jahre vorher da gearbeitet oder ein Jahr vorher. Und Ich ich war relativ schnell da. hab mir das mal angeguckt und habe gedacht: Boah, das ist aber. Da 3 Stunden an einem Stück quatschen und dann so Spiele zu verkaufen den Leuten, das ist schon eine richtige Hausnummer. Ja, und dann rief der mich eines Tages an und hat gesagt: Hör mal, was hältst du davon? Willst du nicht mal bei uns ein Casting machen? Da habe ich gesagt: Boah, das ist ein Hammerjob, also ein hammerschwerer Job. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das zutraue. Ich könnte zum Casting kommen, da habe ich mir, weil ich nicht vergessen, meinen Terminkalender geholt und habe gesagt: Ja, in 3 Wochen hätte ich mal Zeit zum Casting zu kommen. Da hat er gesagt: Nee, nee, morgen ist das Casting. Wir lassen dich hier morgen einfliegen, dann machen wir mit dir ein Casting und dann gucken wir, ob Einfliegen. du das, und dann gucken wir, ob du das kannst. Dann habe ich das tatsächlich gemacht und habe das scheinbar auch ganz gut gemacht. Und ja, haben sie mir einen Vertrag angeboten. Und ja, dann wurde immer so negativ davon gesprochen. Also ganz klar, und wir mussten das auch immer wieder in gewissen Zeitabständen, die uns vorgegeben waren, auch immer wieder erklären, dass es völlig logisch ist, dass da nicht jeder durchgestellt wird, dass das was mit Glück zu Ja, tun hat, da reden wie wir ein gleich nochmal. Lottoschein auch auszufüllen. Da steigen wir gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Bevor wir das nochmal kurz behandeln, wie lang war das Casting? Wie lange musstest du da dann quasseln, dass man sagte, oh ja, der wird's. Ja, dreiviertel Stunde. Aber So nice. da waren, ich weiß nicht, wie viele Mitstreiter da waren noch 20 andere, die sie gecastet hatten. Aber bei mir hatten sie sich direkt dazu entschieden, dass ich das machen soll. Und habe das Was dann war auch dein sehr Bild? Aber was war dann dein Beweggrund zu sagen, ja, okay, coole Nummer, mache ich. Weil ich gemerkt habe, bei diesem Casting und am Anfang von Neuen Live war das so, wir durften ja alles. Wir durften alles sagen, wir durften alles machen. Das war Freiheit. Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch Ja. und war da zwar eine Fernsehsendung und was ich überhaupt nicht kann, ist etwas auswendig lernen. Ja. Aber ich kann frei Schnauze rausballern ohne Ende und genau das musst du ja für dieses Format können. Und ich habe gemerkt, das macht mir einen Riesenspaß und Aber da bin ich auch. kriegt man da bei diesem Rumgebrülle nicht mal irgendwann Kopfschmerzen da? Doch, also meine längste Sendung, die ich jemals an einem Stück gemacht habe, war 9 Stunden. 9 Stunden in einer Doppelmoderation, werde ich nie vergessen. Ja. Da schafft man es immer zwischendurch aufs Klo zu gehen. Ja, dann übernimmt halt schnell der andere. Klar, das geht Okay. dann schon, wenn du eine Doppelmoderation hast. Ja, das ist gerade schon ein bisschen angesprochen. War ein bisschen kontrovers, die ganze Geschichte mit Neuen Live. Genau. Da wollen wir uns ein kleines bisschen jetzt mal ja, reinsteigern. Ja. Für euch als Moderatoren, ihr hattet Vorgaben, das zu erwähnen, aber man wusste ja, mal abgesehen davon, ja, da waren auch wirklich auch Rätsel dabei, wo man dann im Nachhinein sagte, komm schon. Ne? Ja, aber dann, Aber da muss man natürlich auch ein bisschen differenzieren. Es ist ganz klar, dass man 100.000 Euro
nicht für die Lösung Hauptstadt von Italien bekommt. Ja, das ist, muss ja, ja auch vollkommen klar sein. Ne? Und es war aber auch klar, dass darauf wirklich niemand kommen kann. Also ohne jetzt da mal Beispiel zu nennen, aber der Grünschnabel-Basilisk oder irgendwie sowas, ne? Das ist so, das ist doch ein Scheiß. Das, ja. war doch klar, dass das keiner, dass da keiner da drauf kommt. Ja, aber nenne, das nicht nenne als ein Lösung Tier mit G. Das als ja, aber dieses Tier gibt es ja, ja. Und natürlich haben die auch schwierige Tiere für eine höhere Gewinnsumme gespielt. Ach komm, das war ein Scheiß. Gib's doch so zu. Muss man das sehen. Nee. Und ich fand auch richtig gemein, dass immer nur von den Menschen gesprochen worden ist, die da nicht durchgekommen sind. Aber wie viele sind denn durchgekommen? Wie viele haben Autos gewonnen? 10.000, 20.000 Euro und. Ja. Natürlich ist das wie beim Lotto. Ja, da füllen Millionen Menschen Lottoschein aus und einer gewinnt. Ja, Und so ist das beim Glücksspiel eben. Ich kann das auch bestätigen. Ich kann das auch bestätigen. Ich bin selber auch mal durchgekommen, muss man auch sagen. Also das System an der Physik, also es funktioniert, man konnte da, ich bin sogar zweimal durchgekommen. Und einer meiner besten Freunde in der Zeit, der hatte auch mal richtig Kohle gewonnen, weil er auch mehrfach durchgekommen ist. Er musste ja, zwar am Ende mal irgendwann feststellen, das war mal so eine Nachtsendung und da hat er auch gar nicht viel Anrufe gebraucht. Manchmal war es halt auch wirklich Glück. Das muss ich bestätigen, das kann ich bestätigen. Aber, und jetzt kommt ja so ein bisschen technisch war das okay und sauber, aber es gibt da so ein bisschen auch mal die moralische Geschichte. Ihr seid ja jetzt ja, ihr seid ein Fernsehsender gewesen damals, also ich mache dich jetzt nicht dafür verantwortlich, aber so als Protagonist, wir hatten auch mit einem Kollegen Max Schradin schon da so ein bisschen drüber gesprochen. Ja. Als Fernsehsender ist man aber, glaube ich, in einem anderen sozialen Umfeld, was eben die potenzielle Kundschaft betrifft. Weil da schaltest du durch, bleibst du hängen. Das ist was anderes, wenn du in die Spielothek gehst und dadurch dann spielsüchtig wirst. Ne? Aber es gab ja Fälle, die sind ja auch so ein bisschen medial bekannt geworden. Da wurden halt dann doch ältere Leute, die das nicht so richtig umrissen haben und so weiter, sind da auch wirklich so ein bisschen dann ja reingerissen worden. Wie habt ihr das intern behandelt, als dann solche Berichte immer lauter wurden? Es wurde immer über die Verlierer gesprochen. Also wie gesagt, ich fand, das wurde immer ja ein bisschen merkwürdig dargestellt. Und wenn man davon ausgeht, dass da Menschen gibt, dann dürfte es ja kein Alkohol, keine Zigaretten, keine Spielotheken, es darf keine Sportwetten geben, ja. Es gibt immer Menschen, die auf irgendwas süchtig sind und wir haben es, ja, und da lasse ich mir keine Vorwürfe machen. Gerade in meiner Moderation habe ich auch immer gesagt, übertreiben Sie es bitte nicht mit den Anrufen. Vielleicht einmal, vielleicht zweimal, höchstens dreimal. Also, und das haben viele meiner Kollegen gemacht. Aber das will ja keiner hören und das will auch keiner sehen, sondern so ist ja typisch Deutschland, immer draufhauen. Aber ist das nicht so einfach nur ein bisschen reinwaschen, so nach dem Motto, ich tue jetzt meine Pflicht und weise so die Leute darauf hin? Wie gesagt, das große Ganze ist ja das Problem. Es Ja, ist aber da müsstest ein du ja auch den. Es ist ein frei empfangbarer Fernsehsender, den kriegst du beim Durchzappen, da bleibt man auch mal hängen. Ich weiß, es ist für eine Spielothek auch so, es ist ein Mörder, es war eine Gelddruckmaschine für 9 Live damals, ja, diese Anrufe. Es gibt relativ wenig Transparenz damals, wie oft man im Schnitt anrufen muss, damit man durchkommt und so weiter und so fort. Also, das war ja nicht umsonst sehr kontrovers diskutiert worden. Ja, genau, aber es ist ja jedem selbst seine Entscheidung, ob er da mitspielen möchte oder nicht. Also, und in unseren Moderationen konnten wir uns überhaupt nichts vorwerfen lassen, weil wir immer wieder die Leute darauf hingewiesen haben, übertreiben Sie es nicht mit den Anrufen. Und ja. Beim Glücksspiel ist es ja aber auch so, da gibt es ja auch gesetzliche Vorgaben, wie oft das zum Beispiel bei so einem Automat dann auch ein Gewinn ausgeschüttet werden muss. Bei euch war quasi der Automat ein Redakteur, wo ihr Ja. auf dem Ohr ganz genau immer gehört habt, ja, mach noch ein bisschen weiter, es rufen gerade so viel an, aber er drückt jetzt quasi noch nicht auf den Knopf zum Durchstellen. Aber Also, das haben wir auch immer in unserer Moderation auch ausführlich erklären müssen, dass oben jemand sitzt, der entscheidet, wer auf den Buzzer drückt. Also aber da es ging es ja gab. dann nicht um Glück, sondern nur darum, wie viele Leute gerade anrufen. Ne? Also wie kann man noch ein bisschen Kohle einsammeln? Das meine ich, ne? Ja, das war die, das war,
Das war natürlich die Geschäftsidee von dem Sender logischerweise, was aber auch immer wieder von uns erklärt worden ist. Aber da müsstest du ja heute auch zum Beispiel Günther Jauch die gleiche Frage stellen, weil der ja bei Wer wird Millionär quasi ja auch ein Spiel antießt, wo die Zuschauer dann teilnehmen können. Ist ja genau das Gleiche. Da kostet auch ein Anruf 50 Cent. Die müssen die Frage beantworten in der Werbepause. Ist genau das Gleiche. Ja, okay. Ja, okay, das ist eine interessante Betrachtungsweise, weil es die Gewinnspiele quasi heute auch noch gibt. Da redet aber keiner komischerweise drüber, finde ich jetzt. Ja, und ulkigerweise, genau, da rufe ich auch manchmal an und denke, ach scheiße, wieder 50 Cent rausgeschmissen, für das ich nicht durchgekommen bin. Ja. Ja, wie gesagt, es war immer so für mich auch die Frage, das eine ist so, diese Spielothek und das allgemein, du hast natürlich recht, wenn es nach mir persönlich ginge, ich bräuchte auch keinen Alkohol, ich finde auch manchmal Zucker wahrscheinlich, aber das ist ein anderes Thema, ja, es gibt viele Sachen, die Süchte eben erzeugen. Mir ging es nochmal so drum, dieses Umfeld, ja, jeder hat ein Telefon zu Hause, auch Kinder teilweise, das ist auch teilweise, ich weiß, ihr habt dann immer, wenn ihr dann gemerkt habt, da ist jemand minderjährig, also dem konnte man dann nicht trauen, dann habt ihr die auch rausgeschmissen, aber bezahlt wurde ja trotzdem. Ja? Das wäre ja beim Lotto nicht passiert. Ein Minderjähriger kann ja nicht einen Lottoschein abgeben, ohne dass er da nach dem Ausweis gefragt worden wäre. Also ein bisschen komisch war es doch schon. Also findest du nicht in der Nachbetrachtung, dass man sagen würde, nee, also alles, so alles sauber war das nicht, was wir da gemacht haben? 0,0, weil wir das auch immer anmoderiert haben und gesagt haben, und na klar, kann ein Kind ans Telefon dran gehen, ja, aber tut mir leid, da können wir nichts für. Also, okay. Bist du dann auch mal, wenn du sagst, du bist mal auf der Straße auch so erkannt worden, waren das dann auch manchmal so diese Momente, dass du auf der Straße da negativ drauf angesprochen worden bist, jetzt mal abgesehen von so einem medieninteressierten Heini von mir, zu diesem Thema? Nee, ach, eigentlich nee. Nicht? Nee. Kann ich eigentlich nicht sagen. Danach bist du dann zu dem geworden, auf was man heute, bist du ein bisschen Reality-Star. Du sagst immer, Star bist du nicht, ja. Aber Max, bei solchen Sachen immer mit Dschungelcamp hast du mitgemacht, Kampf der Reality-Stars, Festspiele der Reality-Stars. Also, warum auch wieder? Warum macht man da so noch mit? Ja, ich habe ja eben schon gesagt, erstmal, weil ich es total geil finde, an sowas teilzunehmen, zum Beispiel Kampf der Reality Stars, da bin ich jeden Morgen aufgewacht. Wir haben am Strand in einer Sala gelebt und habe mir jeden Morgen gedacht, wie geil ist das denn? Und dafür bekomme ich so noch Geld. Ja, also besser geht's ja gar nicht. Das war ja bezahlter Urlaub für mich. Aber damit bist du ja wieder dann auch ein bisschen aufgefallen, weil das so ein ekelhaftes Spiel war. Brauchst gar nicht zu im Detail. Da ging es darum, dass man Flüssigkeit wieder in den Becher spotzt und dann musst du dir das irgendwie trinken. Da hast du dich typisch aufgeregt. Nicht typisch aufgeregt, sondern natürlicherweise aufgeregt. War das für dich so der Moment, also jetzt kippt langsam dieses, auch von den Redakteuren, diese Ideen, was man noch im Reality-TV oder bei so Reality-Spielen machen kann. So nach dem Motto und so. Aber ab wann ist dann dieses... Da war für mich eine Grenze überschritten. Ich mache jeden Quatsch mit, aber irgendwo sind für mich auch Grenzen. Und dass ich mich da so aufgeregt habe, das fanden auch viele Zuschauer sehr gut, die gesagt haben, jetzt reicht's aber mal langsam. Und das hat der Jürgen gut gemacht. Hast du dich denn nicht ausgenutzt gefühlt, auch weil man vielleicht auch so ein bisschen damit gerechnet hat, dass du da so reagierst und dass es wieder eine neue Geschichte auf einer anderen Ebene dann ist? So nach dem Motto, das machen wir jetzt mal, weil irgendeiner wird sich da so aufregen, dass wir eine neue Geschichte erzählen können. Und dann war es halt der Jürgen. Ja, genau. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das Allerschlimmste an der ganzen Geschichte, wo wir jetzt drüber reden, ist eigentlich, dass es eine Staffel danach gemacht worden ist. Ja. Da ist das den Kandidaten wieder angeboten worden und die haben es alle gemacht. Und da habe ich mich damals auch dazu geäußert und habe gesagt, ganz ehrlich, die Menschen, die jetzt da drin waren und das getan haben, zu denen kann ich keinen Respekt mehr haben, die sowas machen. Von anderen Menschen, die Spucke trinken. Ah. Ja, ja. 2023. Was steht da? Jürgen, du wirst jetzt dieses Jahr, man darf es sagen, auch wenn du nicht danach aussiehst, 60 Jahre alt. Es ist unglaublich, wie schnell die 60 Jahre vorbeigegangen sind. Ich bin dieses Jahr 40 geworden. Ja, aber ja, das wäre ich auch noch.
mit Aber der du siehst, Erfahrung. noch so aus wie ich. Nee. Bisschen Ich habe schlanker fünf. als ich. Nein, du kannst dich beruhigen. Ich habe wesentlich mehr Falten wie du. Du siehst noch total glatt aus. Das liegt jetzt hier an diesem Licht. Warte mal. Was steht da auf deinem Zettel? Was fehlt dir noch, wo du sagst, also jetzt kann ich wirklich, jetzt kann ich glücklich abtreten, jetzt no regrets, Ja. alles gemacht, alles erledigt. Ja, also ein ganz, was ich immer machen wollte, das durfte ich ja machen vor 1,5 Jahren, und zwar Schlag den Star gegen Sonja Zietlow. Stimmt, Das war immer super. so, war immer so ein Traum von mir. Habe ich nur um Haaresbreite verloren, leider Gottes. Aber egal, war eine tolle Erfahrung, tolle Sendung. Und wo ich gerne noch sitzen möchte, das wäre für mich der Olymp. Das wäre bei Wer wird Millionär-Promi-Special. Da warst du Das noch wäre so. nicht? Nee, da war ich noch nicht. Ah, da sorgen wir dafür, oder? Da bewerben wir uns jetzt hier mit dem Video. Echt, da warst du noch nicht? Noch nicht Nee. angefragt worden? Gar nichts. Das ist ja Nee, interessant. leider nicht. Aber ich weiß, dass das irgendwann werde ich das erleben dürfen. Ah, das kriegen wir Weiß hin. das. Jürgen, es war mir ein Fest. Vielen Ja, immer. Dank. Pass auf, tu mir einen Gefallen. Gib das jetzt einen anderen, der das sichert. Also übertrag die Verantwortung jemand anderem. Ja, besser ist das. Ja, besser ist das. Jürgen Milski in der Fernsehschatztruhe. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Alles klar. Macht's gut, bleibt gesund und ciao.